1419 wird letztmalig aufgefordert, die Wiese zu räumen. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei der Vorführung. Ja. Der 12-Zylinder Bipolo Dieselmotor mit 1500 PS und 47,6 Liter Hubraum beschleunigt die 64,5 Tonnen auf maximal 60 Stundenkilometer. Der Panzer 1160 Liter Diesel. Dabei hat der Panzer einen Verbrauch von nur 5 Litern auf 1 Kilometer. Somit kann der Panzer mit einer Tankfüllung ca. 250 km weit fahren. Der Kraftfahrer schaut bei Tag über drei Winkelspiegel. Und bei Nacht über je ein Wärmebildung vorn. Und hinten an der Wanne. Der Rücksitzer bewegt den Turm an der Seite. Die Vorkanone in der Höhe. Trotzdem so schnell.
und kann mit der Hauptbewaffnung der 120mm Gladrohrkanone Ziele bis 5000 Meter Entfernung bekämpfen. Super Anschauung. In Verlängerung in der Bordunion am Hand über der Stadt befindet sich das Panoramamuseum. Das ist Panoramamuseum. Das ist 2900 Meter von Ihnen entfernt. Jetzt nicht mehr. Zum Aufklären von Zielen benutzt der Luftschützer seine Hauptantrieb mit Kartenkanal und ein Wärmebildgerät mit einer 12-fachen Vergrößerung sowie einem Laserentfernungsmesser. Im Notbetrieb steht dem Luftschützen zur Bekämpfung von Zielen das Turmzielfernrohr mit 8-facher Vergrößerung zur Verfügung. Ungepanzerte Ziele kann er mit dem Kuraxial eingebauten Deckmantel bis 1200 Meter Entfernung bekämpfen. Der Ladeschütze hat die Aufgabe, sämtliche Waffen auf dem Fahrzeug mit Munition zu laden. Um die Hauptbewaffnung, die 120mm Gladrohrkanone zu laden, stehen ihm zwei Munitionssorten zur Verfügung. Zum einen eine KM-Patrone, bei der für kinetische Energie mit einer Mindestgeschwindigkeit von ca. 1700 Metern in der Sekunde durch gepanzerte Ziele. Und einer HE-Patrone, HE steht für High Explosive, mit einer Mindestgeschwindigkeit von ca. 1000 Metern in der Sekunde. Mit dieser Munition steht die Möglichkeit der Bekämpfung zur Verfügung. Erstens, mit Aufschlagzünder gegen leicht gepanzerte Ziele. Zweitens, Aufschlagzünder mit Verzögerung, die Ziele unter Deckung sind, zum Beispiel einer Wand. Und drittens, Luftsprengung in feindliche Infanterie. Dabei explodiert das Geschoss über dem Ziel in der Luft und wird gesplittert. Insgesamt werden 37 Patronen und 2 Munitionsbunker, 15 Motoren und 22 in der Wanne gelagert werden. Des Weiteren versorgt der Ladeschütze das Luftmaschinengewehr im Kaliber 7.62x51 mit Munition und bedient das Flieger abwehrgehen, damit er Ziele am Boden und in der Luft bis 600 Metern bekämpfen kann. Der Kommandant, die viele Besatzung hält Verbindung zu seinem Kriegsführer und setzt Festbefehle mit der Besatzung um. Er ist in der Lage, mit seinem Teleskop und dem eingebauten Wärmebildgerät unabhängig zum Kurziel aufzuklären und diese dem Rückschützen zuzuweisen. Achten wir auf das Teleskop. Der Kommandant beobachtet Richtung Kaserne und weist den Richtschützen in Kürze ein Ziel zu. Zudem bedient der Kommandant die links und rechts angebrachte Mehrfachwurfanlage, die mit Nebel sowie Sprengsplitter-Munition gestützt werden kann. Nun kommen wir zur Beweglichkeit des Kampfpanzers. Er ist in der Lage, in 11,6 Sekunden auf der Hochachse zu drehen.
wollte noch zu dir sagen, ich wollte mit dir sagen, wir haben uns neu gebaut. Sein Vater besteht aus einem Drehstabgebilderten Stützrollenlaufwerk mit Lamellendämpfer und hydraulischen Eckanschlagdämpfer. Die Endverbindung der Leitstrecke besteht aus Die Feindkräfte verlegen hastig eine Sperre aus Panzerabwehrminen. Absicht des Feindes mit dieser Sperre ist es, die Kräfte des Panzerbataillons, die sich aus Richtung der Stadt annähern könnten, aufzuhalten und zu bekämpfen. Der Feind ist ausgestattet mit einem Maschinengewehr und Panzerfäusten im Feind, der auf die Minensperre fährt, zu bekämpfen. Da ist er wieder. Aber die umtun sich so.
Hat die feindliche Minensperre frühzeitig ohne die Sperre zu fahren aufgesperrt. Die Panzer bekämpfen die feindliche Sperrsicherung mit den Bordwaffen. Der Zugführer lässt den Halbzug in eine Deckung ausweichen, um sich das Brandfeuer zu entziehen. Ist das so? Ich hab gesagt, das war nur hier ganz fix mal draufgeschmissen. Wenn du gesagt hast,